letzte Saison Kapitän der U19, Innenverteidiger. Und Nassim Boudjelak mit seiner ersten Aktion, das ist eine gute. Stuart Serdar ist auch dabei mit der 8. Dahinter. Und die meisten natürlich Fans des FC Schalke 04. Wurde auch schön vorher Schalker Musik gespielt. Can auf Boudjelak, auf Karls, den ganzen Jungen. Und Boudjelak ist ein bisschen zu lang für ihn, der Ball. Super Zusammenspiel, Aret und dann nicht der Ausgleich. Nassim, den musst du machen. Aber schönes Zusammenspiel. Missverständnis zwischen Boudjelak und dahinter McKenny, Serdar und Mascarell als Routinier. Ansonsten hat aber mit dem Gegentor zum 1:3 nichts zu tun. Trainiert hat in Wochen auf dem Platz vielleicht 23, 24 Grad. Mascarell, diesmal gibt es nicht mal einen Freistoß. Boudjelak, erst der Pressschlag. Könnte sein, dass das hier noch ein bisschen hitzig wird zum Ende hin. Nächste Ecke nach dem Versuch von Nassim. Das war dann der erste Größe. Hat Kitzbühel auch noch nicht gehört, aber wahrscheinlich schon. Mascarell. Der kommt gut, der ist drin. Und das ist Nassim Boudjelak. Jetzt nützt er die Chance. Und will dann auch den Ball ganz schnell haben. Vielleicht doch noch den Ausgleich zu erzielen hier. Nassim Boudjelak also nach der 7. Ecke insgesamt. Omar Mascarell, die kamen meistens nicht so schlecht und das war vorbildlich. So musst du reingehen. Löst sich vom Gegenspieler, steht in der Luft, bringt Druck dahinter aus dem Rücken. Und absolut chancenlos. Der Kollege Da Costa im Tor von Bologna. Boudjelak setzt sich durch. Plecherti, eigentlich Rechtsfuß, hat ihn auf dem linken und Jonas Karls jetzt noch ersetzt. Sebastian Rudi hat sich ein bisschen warm gemacht, damit er sich nichts reißt, wenn er reinkommt. Und die Schalker fragen natürlich, was soll das denn hier? Warum fährst du nach 90 Minuten genau ab? Hier waren minutenlange Unterbrechungen und wir wollen noch das Tor schießen. Ja, insgesamt eine überaus unterdurchschnittliche Schiedsrichterleistung. Hätte Bologna wesentlich früher den Zahn ziehen müssen und sie nicht durch Duldung weiter treten lassen müssen. Am Ende verliert Schalke